Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 21. Dezember 2017. Ein Handyvideo schockiert Berlin. Die Filmsequenz ist etwa 6 Minuten lang und dokumentiert antisemitische Hetze gegen den jüdischen Restaurantbetreiber Joray Feinberg und eine Freundin, die die Aufnahmen machte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag gegen 14.15 Uhr vor dem Feinbergs in der Schöneberger Fuggerstraße. Der 36-jährige Gastronom stand mit einer Bekannten vor dem Lokal, um zu rauchen, als ein 60 Jahre alter Mann auf sie zukam und sie antisemitisch beschimpfte. Um dies zu dokumentieren, zückte die Bekannte das Handy und filmte den Mann, der sich davon aber offenbar nicht beeindrucken ließ. Als der Gastronom ein Polizeiauto sah, das zufällig vorbeifuhr, hielt er dieses an und machte die Polizisten auf die Situation aufmerksam. Die Beamten nahmen den aggressiven 60-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn auf die Wache. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen Volksverhetzung und Widerstands gegen den 60-Jährigen. Unmittelbar vor dem Weihnachtsfest müssen sich zumindest die deutschen Kunden der irischen Fluggesellschaft Ryanair doch noch auf Streiks der Piloten einrichten. Zu dem 4-stündigen Arbeitskampf von 5 bis 9 Uhr an diesem Freitag hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit alle festangestellten Piloten der deutschen Basen aufgerufen. Zuvor waren nach Darstellung der Gewerkschaft erste Sondierungsgespräche mit dem Unternehmen in Dublin gar nicht erst zustande gekommen. Ryanair hatte kurz vor der Ankündigung des Warnstreiks noch mitgeteilt, mit der Gewerkschaft am 5. Januar in Frankfurt sprechen zu wollen. Gute Nachricht kurz vor Weihnachten für Mieter von rund 46.000 Berliner Sozialwohnungen. Die für April 2018 geplante turnusmäßige Mieterhöhung wird ausgesetzt. Das teilte die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Katrin Lomscher am Donnerstag mit. Ziel sei es, die Mietpreisspirale im sozialen Wohnungsbau anzuhalten. Bereits im Vorjahr war für die fraglichen Haushalte die eigentlich jährlich übliche Mieterhöhung ausgefallen. Betroffen sind Mieter in Wohnungen, die im Zuge des sogenannten alten sozialen Wohnungsbaus entstanden und noch einer Sozialbindung unterliegen. Hier war im April 2018 eine Mieterhöhung um 13 Cent je Quadratmeter geplant. Zum Ausgleich für den Verzicht darauf erhalten die Eigentümer einen Zuschuss oder ihre Tilgungsverpflichtungen für Förderdarlehen werden reduziert. Im Landeshaushalt wurden hierfür nach Angaben Lomschers 5,6 Millionen Euro bereitgestellt. Die Sprinkleranlage für den Hauptstadtflughafen BER soll im kommenden Sommer fertiggestellt sein. Darauf haben sich die Flughafengesellschaft und der technische Gebäudeausrüster Caverion in einem Vertrag verständigt, wie beide Seiten am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Demnach sollen bis August 2018 die Mängel an der Sprinkleranlage beseitigt und Zusatzleistungen abgeschlossen sein. Auch für die übrigen Arbeiten sei ein verbindlicher Zeitplan vereinbart worden. Caverion baut im Terminal unter anderem Entrauchungskanäle und Sprinklerleitungen. Der Brandschutz zählt seit Jahren zu den größten Problemen auf der Baustelle. Das Terminal war in der Bauphase immer wieder umgeplant und größer angelegt worden, ohne die Haustechnik grundlegend neu zu konzipieren. Nach jüngster Festlegung soll der BER im Oktober 2020 den Betrieb aufnehmen. Berlins Nahverkehrsmittel werden immer voller. Mit gut 1 Milliarde Fahrgästen in U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen rechnen die Berliner Verkehrsbetriebe im zu Ende gehenden Jahr. BVG-Chefin Sigrid Nikutta nannte 1,06 Milliarden Passagiere in der Berliner Zeitung. Es wäre ein neues Allzeithoch. Ursprünglich ging die BVG von 10 Millionen Fahrgästen mehr als 2016 aus. Damals waren es 1,045 Milliarden. Spitzenreiter bei den Zuwachsraten ist dem Zeitungsbericht zufolge die Straßenbahnlinie M10 mit einer Zuwachsrate von 45% zwischen 2013 und 2016. Sie führt durch Friedrichshain und Mitte zum Hauptbahnhof. Für Kinder aus einer Pankower Jugendeinrichtung war bereits am Donnerstag in den Schönhauser Allee-Arkaden Weihnachten. Der Ex-Pankower Streetworker Tommy Sonnenburg und Center-Managerin Luisa Lorenz-Leder übergaben zahlreiche Geschenke.
Im Vorfeld waren die Wünsche der Kinder und Jugendlichen gesammelt und anschließend im Center an den Wunschbaum gehängt worden. Engagierte Besucher konnten sich dann Wünsche auswählen und spenden. Entweder indem sie die Geschenke selbst kauften und beim Centermanagement abgaben oder durch Geldspenden in einer Spendenbox. Am kommenden Wochenende ist in Berlin mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Nach der ersten Reisewelle in den Weihnachtsurlaub am Donnerstag rechnet die Berliner Verkehrsverwaltung am Freitag mit noch mehr Reisenden. Dabei sollte der Start mit dem Pkw auf die Vormittagsstunden oder die Mittagszeit gelegt werden, da auf den auswärts führenden Autobahnen und Hauptstraßen während des Berufsverkehrs mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist. Die Straßensperrungen für die Silvesterfeier am Brandenburger Tor beginnen bereits Anfang nächster Woche mit der Straße des 17. Juni. Und wir kommen zum Sport. Pal Dardai reizt es, nach seinem 100. Spiel als Bundesliga-Coach bei Hertha BSC eine neue Ära zu prägen. Der Rekordspieler des Berliner Fußball-Bundesligisten könnte sich durchaus vorstellen, beim Hauptstadtclub auch Rekordtrainer Helmut Kronsbein abzulösen, der die Hertha von 1966 bis 1974 in 212 Partien betreut hatte. Das wäre eine schöne Sache, sagte Dardai dem Fachblatt Kicker. Der Ungar fügte aber hinzu, als Trainer plane ich nie länger als 6 Wochen im Voraus. Vielleicht werde es irgendwann einmal langweilig mit ihm als Trainer, bemerkte Dardai zu möglichen Abnutzungserscheinungen. Am Ende entscheiden immer die Spieler, wie lange der Trainer bleibt. Dardai war 1997 als Profi zu Hertha gekommen. Seit fast 3 Jahren ist er Cheftrainer. Die Lust am Job ist bei Dardai ungebrochen. Wenn ich irgendwann einmal nicht mehr richtig viel Freude habe bei der Arbeit, sage ich das dem Manager, dann war's das für mich. Aber meine Träume, das Pokalfinale und die Champions-League-Teilnahme mit Hertha als Trainer sind weiter da, betonte der 41 Jahre alte Fußballlehrer. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist bedeckt, es bleibt aber in weiten Teilen trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 5 Grad. Auch am Freitag bleibt die Sonne hinter einer dicken Wolkendecke verborgen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit fällt aber eher gering aus. Die Tageshöchstwerte liegen bei 7 Grad. Und der Ausblick. Trüb und grau geht es auch in den kommenden Tagen weiter. Der Samstag fällt in weiten Teilen noch trocken aus, dazu weht aber ein kräftiger Wind aus westlicher Richtung. Am Sonntag und am Montag wird es dazu noch regnerisch. Das Quecksilber steigt weiter an. Am Sonnabend liegen die Höchstwerte bei 9 Grad, am Sonntag bei 10 und am Montag wiederum bei 9 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.